Hexer ist er dran. Er zieht hier ganz nach vorne. Danach in der Mitte. Ich überlege halt zu schauen, wann der als nächstes mal dran ist. Das ist immer so ein bisschen schwer zu erkennen. Ich komme mit den Gesichtern leider nicht so klar. Wir müssen hier einmal jetzt zwischendurch auf Leben gehen, weil sonst ist er zu heftig, was der macht. Mhm. Ja, hier bin ich jetzt bereit, etwas Willenskraft zu verlieren. Ich weiß nicht, was passiert ist. In 15 Runden kommt Verstärkung. Wir müssen also langsam ein bisschen zu Potte kommen. 5, 4, 6, 7. Ah, ich habe nur noch 2. Ach, Gott. Ja, ich komme ja nirgends durch, ne? Ich kann natürlich mal hier versuchen. Ja, Rüstung kann ich noch wegnehmen, aber das bringt uns nichts. Wir kommen auf maximal 3. Hätte ich ihn umbringen können, dann hätte ich das vielleicht in Erwägung gezogen. Aber so leider nicht. Ja, auf Bestfilm wird gehauen. So. Du bist fast noch unser stärkster Angreifer. Und ja, wir müssen darauf gehen, die Leute zu töten. Da wird auch getentakelt. Er steht immer noch, aber nicht mehr lange. So, Oddlife. Könnte ihn hier töten. Zumindest 8, 19, 11 eventuell. Vorgehen können wir danach noch. Das ist alles dann, die anderen sind in der Nähe. Ja, würde ich sagen, erstmal den hier. Dann haben wir noch 2 über. So, Canary. Die kann beide erreichen. Wenn sie dahin geht. Von hier nicht. Doch, von hier. Von hier nicht. Das heißt, wir müssen einmal Willenskraft leider verlieren und hier hingehen. Und Bastion ist als nächstes. Das heißt, ich würde mit ihr noch einmal versuchen, hier Rüstung wegzunehmen. Damit wir mit Bastion den gleich kriegen. Und der ist jetzt auch direkt dran. Das heißt, wir machen hier. Könnten ihn befördern. Da wird wieder Tentakel gemacht. Und da legt er sich auch hin. Ja, dann gehen wir noch einmal hier einen Schritt vor. Und töten den. Ja, natürlich werden wir hier sofort fliehen. Weil das ist schon wieder nicht so super gesund. Sieg. Mal sehen. Bastion könnte befördert werden. Wahrscheinlich auf 15 mittlerweile, weil der hatte schon vor so ein Pluszeichen. Aber ich habe da immer noch so ein irgendwie so ein bisschen Misstrauen, ob das am Ende eine gute Sache sein wird. Ah, ich nenne ihn jetzt nicht mehr Schnöselprinz. Er ist im letzten Gespräch in meinem Ansehen doch etwas gestiegen. Und Sepha spricht also mit Lodin. Manchmal muss ich mich über die Menschheit wundern. Wir können kaum die Mauern beschützen. Und alles, was die Clans fertig bringen, ist, sich gegenseitig zu berauben und zu töten. Hauptmann, meine Magier brauchen mehr Schutz auf den Mauern. Petrus, du hast so viele Männer, wie wir entbehren können, Valka.
Der Rest befindet sich auf den Straßen. Abarang ist es nicht wert, gerettet zu werden, wenn nur Mörder und Diebe übrig bleiben. Selbst wenn mein Vater hier wäre, hätte er kaum noch Kontrolle über die Stadt. Ich habe noch weniger, aber ich bin mir sicher, dass ich Männer finden kann, die dem Banner meines Vaters treu sind. Gib mir das Kommando auf den Mauern. Bist du sicher? Ich kann hier keine Sicherheit garantieren. Wenn es je an der Zeit war, dass ich Führung übernehme, dann jetzt. Wir blicken zu dir. Dir ist bewusst, dass derjenige, der die Verantwortung über die Mauer übernimmt, in ernsthafter Gefahr sein könnte. Okay, Pferdebürtigen nicht. Weil wir müssen auf jeden Fall was hinschicken. Allerdings würde ich jetzt wirklich sagen, Petrus, der hat halt gesagt, yo, ich muss auch in der Stadt unterwegs sein. Und für Ludin ist es vielleicht wirklich die Chance, jetzt zu zeigen, ich bin der Sohn des ehemaligen Königs, auch wenn er tot ist. Ich sorge jetzt dafür, dass die Mauern sicher sind. Also ich mache das jetzt nicht, um Ludin bewusst in Gefahr zu schicken, weil da steht halt eine ernsthafte Gefahr. Ich sehe es wirklich als deshalb, weil ich ihm die Chance geben möchte, ja, sich selber einen Namen zu machen. Die Mauern gehören dir, Ludin, dein Vater wäre stolz. Mein Vater war vieles, aber man kann nicht sagen, dass er stolz auf seinen Sohn gewesen wäre. Ja, im Nachhinein vielleicht, ne? Ich werde alle loyalen Männer benachrichtigen und dafür sorgen, dass die Magier auf den Beinen bleiben. Hoffentlich war das eine richtige Entscheidung. Okay, aha, also hier haben wir weitere Tage anscheinend bekommen. Beim Begräbnis Abschied genommen, das hat uns 96 Stunden gebracht. Schwindende Vorräte rationiert, 36 Stunden und Deformierte an den Mauern besiegt. Wir haben also 8 weitere Tage. Die Frage ist natürlich, wenn wir eine zweite Welle gemacht hätten, hätten wir da vielleicht mehr rausbekommen. Aber wir haben uns wieder 8 Tage gekauft. Kommt dann wieder ein Wechsel jetzt zur anderen Gruppe deswegen? Ja. Oben das Ding hat sich wieder umgedreht und um quasi auch die andere Welt anzuzeigen. Raben schwören, dass sie aus den Augenwinkeln lauernder Gestalten sehen und das Flüstern verstorbener Familienmitglieder hören können. Wenn meine tote Mutter erscheint, mache ich hier und jetzt Schluss mit allem, knurrt Olli. Ragt empor wie Zähne aus dem Schlund des Hungerwolfs, singt Spahn. Verschlingt die tapferen und den hellen Schicksalsstern. Ein altes Lied aus der Zeit, bevor die Götter starben. Passend, wenn man durch Säulen schlendert, die wie Zähne aufragen, durch einen Wald aus Obsidian, der den großen schwarzen Götterstein umkränzt. Wenn meine tote Mutter erscheint, mache ich hier und jetzt Schluss mit allem. Wir könnten einen Witz auf Ollis Kosten machen. Das will ich vielleicht nicht machen. Ermutigen, zusammenreißen. Eivind, kannst du vielleicht irgendwie so ein warmes Gefühl oder in uns erschaffen oder die Stimmen wegkriegen? Oder musst du dich auf andere Sachen konzentrieren? Aber ich frage ihn mal. Eivind schüttelt langsam den Kopf und du bemerkst, wie zerlumpt er aussieht. Aber ich bin mir sicher, dass es keine negativen Folgen haben wird. Er sagt es laut genug, dass auch andere ihn hören können. Hofft er. Oder sagt er nur, damit die anderen es glauben? Dünnes Eis. Ein bisschen Ansehen bekommen, aber nicht viel. Aber wir sind vom Eis halt runter. Da war irgendwas Komisches, wo wir drauf zulaufen. War das ein toter Sunder, ein ehemaliger?
Wie ein Götterstein sah das nicht aus. Ja, wie so ein Roboter. Ein Toter. We push on. Despite hope being lost, along with Juno, to something black and heavy ahead. Did the Dredge build Godstones of their own? Or they did. And hope is not lost yet, Ivor. Ich wollte gerade sagen, die Stimme kenne ich doch. Es ist doch die einzige, die letzte Frau, die noch, oh, die so spricht. Du fährst entsetzt zusammen, als du in deinem Kopf Junos Stimme hörst und ihre Hand leicht deine Schulter umfasst. Sie haucht leise, gut gemacht, du kannst mich absetzen. Ach, ihre Leiche. Mhm. Manchmal holt die Abspannung selbst die Stärksten ein. Halt, platzt Volk heraus, keinen Schritt weiter. Sie drängt sich zu Juno durch. Du bist gestorben, keinen verdammten Schritt weiter, bis du uns erklärst, was hier los ist. Und zwar alles. Ein Chor beifälliger Stimmen hallt von den Säulen wieder. Moment, ich hab gedacht, ich hätte ihre Leiche getragen. Und jetzt lebt sie wieder? Sind wir durch Seelenbrunnen gelatscht, eventuell? Juno lässt sich auf ihren Stab sinken. Sie sieht Abed an, aber er blickt in weite Ferne. Es wird alles gut, beginnt sie, aber zuckt zurück, als Volkers Speerspitze sie am Hals berührt. Keine Zaubertricks, zischt Volker. So, abwarten möchte ich jetzt nicht. Ich möchte ungern jemanden verlieren. Ich würde allerdings schon jetzt mal sie ermutigen, die Frage zu beantworten, damit auch die anderen da, ne, nicht irgendwie denken, ja, dunkle Magie, sondern einigermaßen verständlich und beruhigend erklären. Du hast recht, sagt Juno. Es ist an der Zeit, dass ihr alle Bescheid wisst. This will be more easily shown than told. The Valka were the first to discover a world within our world. The inner earth, with its own lands, people, and sun. A source of power far greater than our own. Ivand is the boss, the leader of the Valka. Brilliant, born with a mind devouring itself. I studied in secret to heal those wounds, and in time, we grew to love each other. But meddling with minds is forbidden, for reasons already clear to you. The council sentenced me to death. They agreed to spare Ivan the same fate if I went willingly. So I did. When Ivan discovered what had happened, he carried my body to the White Tower. In his grief, he drained the Black Sun of its energy, hoping to restore my life. The sun fell from the sky, ripping chasms through both worlds. The serpent slithered out from its shattered egg, half-born, and the darkness within spread. I had become the new vessel for its power. When we reach the White Tower, and Ivan releases my energy, the sun will move again, and the darkness will return to where it belongs. Es lag also wirklich an den Valka, beziehungsweise präzise an Juno und Avent, die in Unwissenheit und Liebe das Ganze hier losgetreten haben und jetzt hoffen, das auf diese Art wieder umkehren zu können. Als Juno die Karawane aus ihrer Kontrolle entlässt, verblassen die Bilder. Bevor ich jetzt da auf den Pfeil klicke, ich denke mal, es könnte jetzt wirklich eskalieren, vor allem bei Volker, die jetzt versucht, Juno umzubringen. Was die falsche Wahl wäre, weil wir müssen die Energie von ihr am Turm dann wieder freilassen.
Also ich hatte ja schon irgendwie gesagt, ich habe das Gefühl, dass sie sich opfern wird. Und das ist auch ihr Plan. Aber Volker muss jetzt die Nerven behalten. Eivind hat mich den ganzen Weg zurück nach Graton getragen, bis er nicht mehr weiter konnte. Dort haben uns dann Hakons Krieger gefunden. Ja, das war im ersten Teil. Sie dachten verständlicherweise, ich wäre tot und ließen mich dort zurück. Eivind war am Leben, gerade noch so. Als er wieder zu sich kam, hatten ihn die Wahl schon fast bis nach Einartöft gebracht. Als ich begriff, was passiert war, reiste ich per Schiff den Fluss hinab, um Eivind in Siggerholm zu treffen, was mir wegen der Abgründe, welche die Schlange aufgerissen hatte, jedoch nicht gelang. Ich glaube, den Rest weißt du schon. Ich bin mir sicher, dass du so viele Fragen hast. Ich werde dir klare Antworten geben. Immerhin. Gut, viele Fragen. Was wollen wir wissen? Ja, ich würde sagen, wir gehen wirklich, wir fangen oben an, wie weit das jetzt wirklich schon zurückreicht. Das könnte jetzt langwierig kompliziert werden. Ich werde es möglichst einfach halten. Die Webmutter entdeckte als erste die Zauberwirkerei und schuf damit die Welt und alle Geschöpfe daran. Die anderen Wesen in diesem Bildteppich, andere Götter, reagierten auf ganz verschiedene Weise. Einige wollten lernen, Zauber zu wirken. Sie nahmen die Wesen, die sie erschaffen hatten, und formten daraus Wal- und Pferdebürtige. Ein Gott wurde eifersüchtig. Er nahm die Menschen, formte Wüter aus ihnen und verbarg sie in der Welt, wo sie wachsen und die anderen Geschöpfe quälen sollen. Als die Webmutter davon hörte, geriet sie in fürchterlichen Zorn. Als sie die Macht der Schöpfung entdeckte, hatte sie, ohne zu wollen, auch den Tod erschaffen und versehentlich den eifersüchtigen Gott im Zorn getötet. Die anderen Götter waren entsetzt. Sie hatten nie daran gedacht, dass sie einmal nicht mehr da sein könnten. Sie haben sich aus Angst gegeneinander gewandt. Die Götter starben, aber ihre Geschöpfe lebten weiter. Die Valka waren die besonderen Günstlinge der Webmutter. Sie lehrte sie die Zauberwirkerei. Eivind und ich sind Nachfahren dieser ersten Menschen. Und was hat jetzt die Schlange? Also, da wurde gesagt, sie brach aus dem Eis, aber war sie vor in der dunklen Sonne, die hier auf die Erde gestürzt ist, oder war sie in der Erde? Ich gebe zu, dass auch ich bis vor kurzem unsicher war. Am einfachsten kann man sie sich als ein Ei vorstellen. Das Schlangenei wurde innerhalb dieser inneren Erde hergestellt. Eine schwarze Sonne, ein Spiegelbild der unseren. Darin sollte im Lauf der Zeit langsam eine Schlange wachsen. Sie sollte die Geschöpfe der Webmutter eines Tages verschlingen. Eine hinterlistige List, um ihnen insgeheim das Verderben zu bringen. Als die schwarze Sonne auf die Erde fiel, brach sie auf und die Schlange und ihre Macht quollen heraus. Lange vor der Zeit. Alles, was im Moment passiert, ist auf kleinliche Streitereien zwischen den Göttern zurückzuführen. Eivind hat uns gewissermaßen unabsichtlich einen Gefallen getan. Wenn die Schlange auf volle Größe angewachsen wäre, immerhin, so wie die Dinge jetzt liegen, gibt es vielleicht eine Chance, es rückgängig zu machen. Ich fließe im Moment nicht gerade über vor Dankbarkeit. Ja, das ist verständlich. Ja, verständlich. Gut, dann haben wir noch eine Sache. Wenn die Wüter von den Valka gelernt haben, warum erkämpfen sie uns dann so erbittert? Ja, letztendlich, wir haben ja beide Welten mit der schwarzen Sonne in Gefahr gebracht. So würde ich sagen. Die Steinsänger glaubten, wir hätten sie verraten. Sehr früh erkannten wir, dass die schwarze Sonne eine viel größere Kraftquelle war als unsere eigene. Nach den großen Kriegen, als das Schlimmste überstanden war, dachten alle, die Valka hätten die Wüter vollkommen besiegt. In Wahrheit hatten wir ihnen Frieden angeboten. Als Gegenleistung für die Nutzung der Sonnenkraft zeigten wir ihnen, wie sie in ihrem eigenen Land gedeihen und ihr eigenes Volk vergrößern konnten. Ihr habt also die Steinsänger erschaffen?
In gewisser Weise. Wir haben nur Wissen miteinander geteilt. Wie viel Einfluss man ausüben soll, ist schon immer eine schwierige Frage gewesen. Aber jetzt glauben Sie, wir hätten die Zerstörung mit Absicht verursacht. Sie denken, dass wir sie vernichten wollen. Deshalb schlagen Sie zurück, wie es wohl jeder machen würde. Sie sind außer sich vor Angst und wollen nicht zuhören. Wir haben Sie genauso enttäuscht wie alle anderen. Gut, ich habe genug gehört. Wie geht's jetzt weiter? Also weiterhin zum Turm latschen, dich dort töten wahrscheinlich und hoffen, dass die Sonne dann wieder abhaut? Nun kehren wir zurück an die Quelle der Macht. Ich bin nicht tot, aber auch nicht am Leben. Diese Energie in mir wurde mir genommen. Eivind wird mich im Inneren der schwarzen Sonne platzieren. Die himmlischen Sphären werden wieder kreisen, die Finsternis wird absorbiert werden und ohne sie wird die Schlange dahin welken. Sie sieht mit einem Male sehr müde aus, versucht aber zu lächeln. Ja, und ich hatte vorher schon gesehen, ich glaube zumindest, dass die Augenringe, das war auch in der Nahaufnahme und hier die Falten auf der Stirn, ich meine, die waren nicht immer da. Ich meine, sie hat nie gelächelt, aber ich meine, sie hätten das Gesicht müder gemacht jetzt. Ja, das untere ist böse. Was passiert denn genau, wenn du in der Sonne bist? Du bist dann einfach tot? Ich muss mich damit abfinden. Und jetzt weißt du alles. Sorge dafür, dass Eivind das Richtige tut. Da konnten wir nur eine Wahl treffen. Ich wollte ihr nicht sagen, du hast es verdient. Das Oberste war das Netteste. Was ist das? Ich bin jetzt gerade an Transformers oder so. Da halten wir auch an. Da ist was zum Anklicken. Okay, hatten wir in dieser Sichtweise auch noch nicht. Gut, dass das kurz aufgeblickt ist. Dann klicken wir das mal an. Eine riesige Glocke hängt am gemeißelten Stein. Sogar ohne angeschlagen worden zu sein, erzeugt sie einen seltsamen tiefen Schwingungston. Alfrun sagt, die Bildhauer haben diesen Götterstein für sich selbst gebaut. Sie bringen Glocken an, die aus ihren Verstorbenen gefertigt sind. Das heißt, dass ein Teil von ihnen in den Schwingungen dieser Glocken fortlebt und sie so ihre Nachfahren besuchen können. Spar verschränkt die Arme. Das würde die Gespenster erklären.